Vincenzo Grifo, Rhys Oxford und Weltmeister Christoph Kramer haben sich ebenfalls verletzt und fallen ebenfalls vorerst aus. Insgesamt fehlen Borussia damit nun 12 Profis. Vestergaard erlitt einen Mittelfußbruch mit Kapsel- und Banddehnung und wird damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der Däne war im gestrigen Bundesligaspiel in Leverkusen nach einer knappen Stunde Spielzeit bei einem Zweikampf mit Kai Havertz unglücklich mit dem rechten Fuß umgeknickt. Grifo erlitt eine Dehnung des vorderen und hinteren Kreuzbands im rechten Knie, Oxford einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Kramer fehlt wegen einer Verletzung des Hofer Fettkörpers im rechten Knie. Bereits am Samstag hatte Chefcoach Dieter Hecking in Raphael muskuläre Probleme in der Wade, Oscar Wendt Aufbautraining nach Muskelteilriss im Oberschenkel, Fabian Johnson Aufbautraining nach Rückenproblemen, Ibrahima Traoré Aufbautraining nach Muskelfaserriss im Oberschenkel, Tobias Strobel Aufbautraining nach Kreuzbandriss, Laszlo Benesch Aufbautraining nach Muskelfaserriss im Oberschenkel, Mamadou Doucoure Muskelteilriss im Oberschenkel und Julio Villalba Muskelbündelriss verletzungsbedingt auf 8 Spieler verzichten müssen.